Mit der Erfindung der pneumatischen Sätechnik setzt Heinrich Weiste 1966 den Meilenstein der Landtechnik. Damit gelingt dem Unternehmen der Durchbruch und revolutioniert die Sätechnik. Denn nun wird das Saatgut zentral dosiert und mit Luft verteilt. Das sorgt für eine gezielte Aussaat und spart Saatgut. Mit der Serie DL wird 1977 die nächste Generation der Akkordsätechnik vorgestellt. Durch die pneumatische Sätechnik ist hier der modulare Aufbau von Sämaschinen möglich geworden. Neben wichtigen Vorteilen für die Maschinenproduktion liegen mindestens ebenso viele für den Landwirt auf der Hand. Die Sätechnik wird weiterentwickelt. Ab 1980 wird die elektronische Fahrgassenschaltung für Akkordsämaschinen angeboten. Zuvor war diese mit mechanisch betätigten Klappen steuerbar. Jetzt ist mittels Elektronik eine feine und komfortable Steuerung wählbar. 1982 kommt die zweite Generation der Akkorddrehmaschinen auf den Markt. Bei der DA-Serie handelt es sich um eine aufgesattelte Sämaschinen-Kreiseleggen-Kombination, die bis heute im Produktprogramm angeboten wird. Sie zählt zu den meistverkauften Maschinen am Standort Soest. Mitte der 80er Jahre erweitert Akkord sein Angebot um die Einzelkornsätechnik. Inzwischen gibt es mechanische und pneumatische Einzelkornmaschinen von Akkord. Akkord reagiert auf die Ansprüche an höhere Flächenleistung. Mit der Vorstellung der DV-Serie 1992 schafft das Unternehmen die Kombinationsmöglichkeit mit passiver Bodenbearbeitung. Die Entwicklung eines leistungsfähigeren Säschars gelingt Akkord 1994. Das Patent auf das Scheibenschar CX erregt große Aufmerksamkeit bei der Kundschaft. In den 90er Jahren entwickelt sich Akkord zum Marktführer für Sätechnik in Europa. Das Ziel, auch den Weltmarkt zu erobern, rückt in greifbare Nähe, als man sich 1996 der norwegischen Kverneland-Gruppe anschließt. Der Standort in Soest bleibt bestehen. Die Produktion der Sämaschinensparte der ganzen Gruppe wird dorthin zentriert. Mit der Entwicklung der ersten ISOBUS-fähigen Drillmaschine beweist das Unternehmen 2004, dass hier weiter Meilensteine der Landtechnik entwickelt werden. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, herstellerübergreifende Maschinenkombinationen zentral zu steuern. Mit der Vorstellung der iDrill Pro stellt Kverneland 2006 die integrierte Lösung für ein flexibles Sähverfahren vor. Kverneland verfolgt nun ein völlig neues Konzept der Aufsatteldrilltechnik. Der Saattank befindet sich direkt auf dem Anbauturm der Kreiselegge. Für einen erstklassigen Bedienkomfort ist das Dosiergerät gut zugänglich an der Seite der Maschine positioniert. Mit der gezogenen DG-Serie stellt Kverneland 2007 eine Drillmaschine für Großbetriebe vor. Arbeitsbreiten von 9 bis 12 Meter sind möglich. Der Korntank fasst 6000 Liter. Damit ist die Schlagkraft der DG-Serie nicht zu übertreffen. Auf der SIMA in Paris präsentiert Kverneland 2013 mit dem neuen CX2-Schar die zweite Generation des Scheibenschars. Mit der Erfindung der pneumatischen Sätechnik und der patentierten CX-Scheibenschartechnik hat sich Akkord einen Namen gemacht und die Landtechnikbranche nachhaltig geprägt. Die Zukunft der pneumatischen Drilltechnik wird jedoch im Ausbau der elektronischen Unterstützung liegen.